Hallo und willkommen zurück zu Transportfieber. So, ich habe mal einiges nachgeguckt. Zum einen kam mir mal hier Jörg Köpping ein bisschen merkwürdig vor. Ich werde da mal direkt mal zeigen, warum. Weil nämlich der Ort Jönköping heißt. Das fand ich schon die ganze Zeit merkwürdig. So, ich habe es mal korrigiert. Das heißt der Ort richtig. Ja, dann ist das folgende Problem, dass ich hier die Fahrzeuge nicht anklicken kann. Ja. In dem Fall jetzt gerade schon, aber da hinten, den zum Beispiel, den kriege ich nicht angewählt. So, ihr seht es, ich klicke darauf wie ein Wilder und ich kann ihn nicht anwählen. Das Problem habe ich jetzt aber im Forum nirgendwo gefunden. Das scheint wohl noch keiner zu haben, weil das relativ, ich mache diese Aufnahmen relativ dicht hinter dem letzten Update. Also. Eventuell liegt es daran. So, dann ist das Problem, dass wir hier keine Nahrungsmittel auf den Bahnhof bekommen. Und die Nahrungsmittelproduktion steht hier bei 44, aber ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Wir haben jetzt hier auch noch eine neue Verbindung, habe ich jetzt hier eingerichtet, die Nahrungsmittel per LKW nach Göteborg sicherstellen soll. Aber ich denke mal, auch das haut nicht hin. Hier lagern sie die Nahrungsmittel ein, aber die kommen hier einfach nicht an. Dabei müsste das eigentlich verbunden sein. Und wenn ich das hier anklicke, dann ist das auch verbunden. Man sieht ja hier, das Weiße ist die Abdeckung und da ist das hier mit drin. Es ist also wieder, ja, ärgerlicherweise ein Bug. Und leider ist auch ein Bug, dass hier eben am Bahnhof keine Nahrungsmittel ankommen. Denn wir haben jetzt einmal die Zugverbindung hier nach Göteborg und einmal die LKW-Verbindung nach Göteborg und beide funktionieren nicht. Einmal haben sie jetzt hier ein Lebensmittel nach Göteborg, aber dafür haben sie jetzt hier am Bahnhof nichts. Also das haut nicht hin. Hier der Bahnhof ist, ach der Bahnhof, der Hafen ist randvoll mit Stahl. Hier steht, er hätte noch Potenzial, aber die bringen den Stahl hier nicht weg. Die setzen den nicht in Nahrungsmittel um. Das ist hier alles Stahl. Das hier sind keine Nahrungsmittel. Doch, das sind Nahrungsmittel, aber die werden nicht an den Bahnhof gebracht. Ja. Also. Bug. Das ist ein Bug. Naja, so, wir haben jetzt wir haben jetzt Geld, nicht Nahrungsmittel. Geld haben wir jetzt. Das ist gut. Wir können dann gleich die Schlacke zum Baumaterial. Ja, Transport. Transport. Zur Baumaterialproduktion bringen. Da setzen wir einen neuen Zug ein, den Zug für Nahrungsmittel nach Göteborg. Den lassen wir da erstmal. In der Hoffnung, dass sich das mal irgendwie hier verbessert, aber ich weiß es nicht. Ich guck mal nach Malmö, wie da die Nahrungsmittelversorgung aussieht. 64%, die ist gut. Für eine Medaille dürfen wir nicht mehr als ein Drittel in jedem Ort haben, während einer weniger als ein Drittel hat. Hier gerecht verteilt, das ist hier, ach 30%, nicht ein Drittel, also etwas weniger als ein Drittel. Die kriegen wir jetzt so nicht hin, wenn sie die Nahrungsmittel hier nicht vernünftig verteilen, hier am Depot. Und man verteilt sie hier gar nicht, wie man sieht. Ja. Die verrotten hier vielleicht sogar im Hafen, man weiß es nicht. Es ist einfach nur ärgerlich. Das Problem hatten wir auch schon in den letzten Missionen gehabt. Das scheint man irgendwie nicht behoben zu haben. Oder kriegt man nicht behoben. Ich weiß es nicht. Also vielleicht habe ich doch was übersehen. Da bin ich natürlich für entsprechende Hinweise offen, klar. Aber mir ist es hier einfach nicht ersichtlich. Na gut, so, wir warten jetzt hier auf den Stahlzug. Wir brauchen hier offenbar noch Kohle. Ne, brauchen wir nicht. Kohle ist ja hier wohl mal mehr als genug vorhanden. Stahl ist hier auch mehr als genug vorhanden. Jetzt wird wieder das Problem sein, dass man da den Stahl nicht auf den Zug bringt. Man lagert das hier ein. Und anstatt dann den eingelagerten Stahl hier auszubringen, auf den Bahnhof zu bringen, lässt man das im Lager, im internen. Was auch immer man damit machen will. Ich weiß es nicht. Und wir leben jetzt im Prinzip, also jetzt hier der Zug, der wartet darauf,
dass der Stahl mit den vorhandenen Rohstoffen umgesetzt wird, um von da aus dann direkt hier auf den Zug gebracht zu werden. Ah, es ist ein bisschen kurios. Naja. So, wir kaufen uns einen neuen Zug. Wir kaufen... Oh, dann können wir uns ja mal einen Krokodil leisten. Aber nicht wirklich. Wir kaufen uns den hier. Und offene Güterwagen. 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen. Jo. Ja, jetzt habe ich da auch noch das B. Jetzt muss ich da überall das N noch rausnehmen. Das B rausnehmen und durch ein N tauschen. Bei Jönköping. So, der fährt jetzt raus. Dann darf er gleich umdrehen. Genau jetzt. Für Stein. Ach, ich wollte eigentlich einen Schlackezug kaufen. Jetzt habe ich einen Steinzug gekauft. Ist auch egal. Dann haben wir jetzt schon mal den Steinzug. Den... den Schlackezug kaufen wir uns dann eben gleich erst. So, dann habe ich im Forum gelesen, dass man dieses Lebensmittellager eigentlich gar nicht braucht. Der Krieg ist natürlich jetzt auch schon, wir haben jetzt 1921, der Weltkrieg ist schon lange vorüber. Und die Nahrungsmittelproduktion, hat die sich geändert? Weiß man nicht. Überblick. Stellen wir die Grundversorgung unseres Landes sicher, was auch immer da kommen mag. So, jetzt haben wir natürlich, jetzt ist der in weniger als 6 Jahren eine Versorgung mit Lebensmitteln von 10% in den betroffenen Städten. Die Frage ist jetzt eigentlich, was machen wir jetzt hier gerade? Das sind ja jetzt hier nur Medaillen. Und die Mission, hier steht, stellen wir die Grundversorgung unseres Landes sicher, für was auch immer da kommen mag. Wir sind in einer komfortablen, blablabla. Also irgendwie, was machen wir jetzt hier gerade? Wir haben jetzt hier überall schon Fahrzeuge fahren, aber irgendwie verstehe ich gerade gar nicht, warum wir das überhaupt machen. Das ist so eine komische Sache. Also hier, der Zug, der lagert mal wieder... Oh ja, jetzt immerhin wieder 2 Nahrungsmittel. Totaler Quatsch. Der LKW, der wird auch schon auf dem Weg nach Göteborg sein. Wo ist denn der wohl? Der LKW. Wo ist denn der LKW? Da ist der LKW. Oh, der hat 8 Nahrungsmittel an Bord. Der hier hat, der Zug hat 2. So, wenn sie jetzt nicht ordentlich was auf dem Bahnsteig bringen. Und guck mal hier, da haben wir schon 3. Dann können wir das Ganze noch mit dem LKW machen. Und dann schenken wir uns den Zug und schicken den gleich einfach ins Depot. Gut, dass wir den anwählen können hier in dem Fall. Wir lassen den jetzt auch einfach hier rüberfahren und schicken den direkt ins Depot. Komm, ins Depot, umdrehen. Ins Depot. Die 2 Nahrungsmittel, die können wir uns schenken. Das sind 28.000, die wir da bekommen. Das ist nichts. So, dann kann der nämlich gleich Schlacke fahren. Dann kriegen wir die Schlacke da weg. So, die verkaufen wir alle. Und kaufen dafür... offene Güterwagen. 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen. Jönköping, Schlacke. So, das ändern wir nochmal eben. Ja, komm, der Fehler ist jetzt drin. Gucken, ob ich den rauskriege hier insgesamt. Ja, kriege ich raus, den Fehler. So, kann er hier zum Glück reinklicken in den Namen. Das war ja bei Train Fever nicht möglich. So, da muss ich hier gleich erstmal einfädeln. Da müssen wir mal eben gucken, dass wir den dann auch noch rechtzeitig gepackt kriegen. Muss ich mal eben gucken, ob ich den dann schon umdrehen kann. Kann ich nicht. Fahr weiter und jetzt kann er. So, dann kann die Geschwindigkeit runter und dann schnappen wir uns hier die nächsten Linien, korrigieren die mal eben, machen überall Jönköping draus.
So. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich hier, Jönköping, dass man da Jöpköping draus gemacht hat. Das ist einfach ein Flüchtigkeitsfehler. B liegt direkt neben N auf der Tastatur. Das hätte man leicht korrigieren können. So, immerhin, wir bekommen hier die Schlacke weg. Und man produziert jetzt offenbar drei Stahl. Nicht schlecht. Nur braucht man nicht drei Stahl, wenn man aus dem Stahl hier keine Nahrungsmittel macht. Hier macht man 1 zu 1 aus Stahl Nahrungsmittel. Aber es ist alles voll. Die Lager sind rammelvoll. Und hier vorne, oh, da sind immerhin auch schon einige Nahrungsmittel. Der fährt für Malmö. Dann kaufen wir uns einen neuen Benz und der kommt dann auf die Linie Göteborg. Ob uns das aber viel bringt, ist so die Frage. Naja. Also er holt dann jetzt hier die Nahrungsmittel noch ab. Dann können wir da vermutlich auch bald noch ein weiteres Fahrzeug draufsetzen. So, komm, nimm mal deine 8 Nahrungsmittel da mit. Das machen wir jetzt wirklich komplett nur per LKW. Bahn lohnt sich hier in dem Fall einfach überhaupt nicht. Was sehr schade ist. Eigentlich war das doch eine elegante Lösung, denke ich. Da ist jetzt der LKW, kommt zum ersten Mal dann hier an. In Göteborg. Da haben wir natürlich eine grottenschlechte Versorgung mit Nahrungsmitteln. Aber mit 8 mehr kommen wir hier auf 9 von 124. Ja, kommen wir im Leben nicht über 10%. Das hier in Göteborg. In so einer großen Stadt. Das ist natürlich traurig. Naja, okay. Also, wir haben dann auch Schlacke, die jetzt weggefahren wird. Das heißt, wir haben hier dann Baumaterialien. Die wiederum kann man dann ins Nahrungsmittellager schicken. Hier nehmen sie das ab. Und die Frage ist dann da wieder, was braucht man denn da für Waren? Was braucht man denn da für Waren? Wofür braucht man denn da die Baumaterialien? Gute Frage, nächste Frage. Die produzieren hier sogar schon 44. Haben die im internen Lager? Ja. Unsere Bilanz ist zum Glück recht gut. Ich hoffe, die bleibt so. Ich kann euch jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht sagen, was wir jetzt noch machen sollen. Ich habe jetzt irgendwie den Sinn und Zweck der Mission nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Es gibt hier keine Mitteilungen mehr. Wir haben jetzt hier Kredit aufnehmen können, aber das haben wir nicht gemacht. Schiff haben wir gefunden, den Schatz haben wir gefunden, die Küste haben wir abgesucht und die Dame haben wir aufgesucht. Das haben wir alles erledigt. Ja. Und der Überblick? Wir sollen die Grundversorgung sicherstellen. Zum Glück trennen uns Nord- und Ostsee von Mitteleuropa, denn dort wird es zusehends ungemütlich. Spannungen nehmen zu. Wir sind in einer komfortablen Situation, auf riesigen Rohstoffvorkommen zu sitzen, die irgendjemand vielleicht schon bald brauchen wird. Da haben wir eine Meldung, gucken wir gleich mal. Andererseits sind wir auf Lebensmittel angewiesen, wenn wir etwas anderes als Knäckebrot und verfaulten Fisch essen wollen. Stellen wir die Grundversorgung unseres Landes sicher, für was auch immer da kommen mag. In dieser Mission sind 5 Medaillen zu erreichen. So, erreiche in weniger als 6 Jahren eine Versorgung mit Lebensmitteln von 10% in den betroffenen Städten haben wir nicht geschafft, weil einfach keine Nahrungsmittel ankommen. Unverschämt reich. Ja, 50 Millionen können wir anhäufen. Ja, irgendwie vielleicht schon. Lagere vor dem Kriegsbeginn mindestens 500 Lebensmittel an. Ja, vielleicht schaffen wir es ja vor dem Zweiten Weltkrieg. Weiß man nicht. Trage Sorge, dass keine Stadt eine Versorgung mit Lebensmitteln über 30% hat, während eine andere leer ausgeht. Schwere Zeiten lassen die Versorgung mit Lebensmitteln während des Krieges nie unter 5% fallen. Man hätte ja auch mal erwarten können, dass vielleicht eine Meldung kommt, dass wir jetzt Krieg haben. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Machen wir. Versuchen wir das mal. Dann brauchen wir. Ja, hier hätte man jetzt eigentlich den Zug hinschicken können. Aber ganz ehrlich, das machen wir jetzt auch mit dem LKW. Der Bahnhof, der ist dann da leider überflüssig. So, hier kommt jetzt das LKW-Terminal hin. Und hier vorne dann auch noch eins. Dann machen wir das Ganze mit dem LKW.
Und setzen dann noch ein Depot daneben. Neue Linie. Von hier. Von Malmö Transfer nach da. Die nennen wir dann Malmö Baumaterial. Okay. Achso, Moment. Wieder warten auf. Ja, die kann man eigentlich wegnehmen, die Linie hier. Das ist die Bahnlinie. Die kann gelöscht werden. Alle Stationen entfernen. Ja. Achso, die ganze Linie möchte ich natürlich löschen. So. Okay, so, gehen wir hier mal auf dieses Depot. Schnappen uns hier den Benz. 1, 2, 3 und die alle auf Malmö Baumaterial. So. Dann lass mal jucken. Jetzt dürfte hier mal Material angeliefert werden. Hier hat man gesagt, wir sollen mehr abtransportieren. Also, warum fährt der jetzt zurück? Umdrehen. Und umdrehen. Und umdrehen. Die haben ja alle kein Baumaterial. Ist natürlich auch toll. Ah, jetzt macht man's. Jetzt bringt man da Baumaterial hin. Jetzt räumt man hier das Lager leer oder was? Nee, das hat man hier direkt produziert, oder? Ich glaube doch. Das ist das, was man gerade produziert hat. So, der dreht wieder um. Der ist voll, okay. Und der ist auch voll. Das ist doch nur das, was man hier direkt produziert. Naja, 21, dann kann man da noch einen reinsetzen. Oder zwei. Malmö Baumaterial. Und zack. Und bitte mal vollladen. Und nochmal vollladen. So. Dann schauen wir uns nochmal hier den hier an. Göteborg Nahrungsmittel. Ach, guck an. Das funktioniert jetzt auf einmal. 1, 2, 3. Göteborg Lebensmittel. So, wie sieht das hier in Malmö aus? Da haben wir 66% Versorgung. Das ist gut. Hier hätte ich eventuell wieder ein größeres Depot einbauen können. Naja, habe ich aber nicht. Dann können wir in Jönköping noch ein Depot bauen für Nahrungsmittel. Dann kriegen wir vielleicht auch da dann die Nahrungsmittel mal irgendwann hingeliefert. Ja, wo bauen wir da das Depot hin? Wieder so eine Sache. Jetzt ist Jönköping auch ganz schön groß. Ich gehe mal auf müssen wir die da hinten hinliefern? Ich baue da vielleicht mal noch eine Umgehungsstraße hier. Wobei, Verbindung würde reichen. Na, was soll denn das? So. Steigung zu groß. Ich fasse es nicht. Machen wir es nicht so, sondern so und so. Und dann kommt da unser Depot hin. Da sind wir mitten im Wohngebiet. Und da ist der Bau nicht möglich. Bauen wir das so. Straße dazu. Reißen wir das hier alles ab. Wir bauen dann die Straße dahin. Einmal und zweimal. Neue Linie. So, wir fahren von hier los und fahren nach da. Jönköping Nahrungsmittel Transf. Ja, haut nicht hin. Gut. So. Obermalmö, Vollladen einer Fracht, ist klar. Und dann kaufen wir ein Fahrzeug für die Linie. Nämlich den Benz. Schicken einen auf die Reise hier. Jönköping, Nahrungsmittel, Trans. Okay. So, der fährt los. Der kriegt wieder keine Nahrungsmittel, weil hier gerade kein Stahltransport ankommt. Oh, 64 ist jetzt die Produktion. Na, immerhin hat sich das mal verbessert, aber das vor Ort eingelagerte wird ja immer noch nicht umgesetzt in das, was man da so braucht. Wie sieht es denn hier aus mit dem Lager?
Jetzt haben die hier Baumaterial. Also irgendwie, die konsumieren jetzt nichts. Aber wir liefern da das Baumaterial ab. Die räumen das alles hier rein. Aber brauchen es eigentlich nicht. Also, ey, das ist doch, das ist schon reichlich bekloppt. Das ist echt eine kuriose Geschichte hier. Kommen da auch Geld für? Aber eigentlich brauchen sie das schon nicht mehr. Naja, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Mission überhaupt noch beenden können. Ob sich hier überhaupt irgendwie mal was ergibt. Wir müssen ja die Nahrungsmittelversorgung in allen Orten sicherstellen. Wir brauchen, gut, wir haben jetzt hier 10%. Die schlecht. Da oben haben wir unter 10%, ist klar. Wir brauchen in allen Orten brauchen wir 30%. So, wir haben hier Göteborg, Lebensmitteltransfer, jo. Das ist alles für Göteborg, aber dafür kommt dann jetzt wieder nicht zu Malmö hier an. Das heißt, dann wird jetzt die Nahrungsmittelversorgung in Malmö schlechter werden. Und das ist ja auch nicht so ganz das Wahre. 67 von 101. Naja, okay. Der hier ist für Malmö. Gut. Göteborg, 20 gelagert. Der fährt nach Malmö. So, und jetzt müsste doch eigentlich was für. Ah, jetzt ist doch schon was für Jönköping angeliefert worden. Sehr gut. Dann schicken wir mal noch ein neues Fahrzeug rein für Jönköping. So, der wird dann gleich schön hier das Depot belagern, blockieren. Ach ne, Jönköping ist hier auf der Seite. Gut. Jo. Blockieren sich hier. Der wartet auch. Die Nahrungsmittel für Malmö und der will die für Göteborg mitnehmen. Ja gut. Wenn man das jetzt so laufen lässt, dann kommen wir auf jeden Fall auf unsere 50 Millionen. Die Frage ist nur, wie lange das dann dauert. Geschwindigkeit ist schon hoch. Und ich sehe jetzt hier auch gerade nicht, wo das noch hinführen soll. Nahrungsmittel werden hier einfach nicht schneller besorgt. Wir können hier nochmal die Stahlproduktion erhöhen. Das können wir vor allem schaffen, indem wir, ich wollte gerade sagen, indem wir hier, ja, was soll man denn hier machen? Versuchen, mehr Stahl abzutransportieren. Ja, das ist natürlich ein Witz. Wie soll man denn hier noch mehr Stahl abtransportieren? Die beladen ja den Transport hier gar nicht. Ah, komm, den Spaß, den gönnen wir uns mal. Wir machen Folgendes. Na, mit so viel Geld. Jetzt kann man das mal machen. Geschwindigkeit mal ein bisschen runter. So, Krokodil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 89 Meter Länge. Moment, wie lange sind die Bahnsteige? 160 Meter Länge. Okay. So. Das hier wieder zu. Interessiert jetzt nicht. 160 Meter. Das heißt, wir können da noch ein bisschen was dranhängen. Da kommt ein Stahlzug, ein Kohlezug an. Also können wir da gleich wohl noch einen weiteren Waggon hinten dranhängen. Jo, sogar noch zwei. 123 Meter Länge und der fährt jetzt Jönköping Stahl. So, und jetzt wird es ja mal interessant. Der wartet auf freie Wege, soll er machen. Geschwindigkeit mal rauf. Und jetzt gucken wir mal, da kommt er, der Zug. Schönes Ding. Genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Das ist auch ein wirklich wunderbarer Zug. So, jetzt habe ich das Fenster hier runtergeschoben. Den lassen wir gleich mal umdrehen. Malmö, Construction Site, was auch immer. Und der muss da noch durch.
Müsste jetzt umdrehen können. So, dann gucken wir mal, ob der voll beladen werden kann. Am Zug kann es ja nicht liegen. So, jetzt müssen die doch da eigentlich... seht ihr? Hier, da haben die Stahl noch einen Nöcher und die bringen es einfach nicht auf den Zug. So, und damit ist nämlich auch hier diese Meldung hier totaler Quatsch und hinfällig. Versuche mehr Stahl abzutransportieren. Das ist doch Humbug. Naja, schade. Schade, schade, schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass die das inzwischen mal hingekriegt haben. Das ist ein Bug. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Von der Construction Plant. Neuen Zug und neues Flugzeug. Jo. Schön. 5000 minus, ist auch kein Problem, kein Beinbruch. So, und guckt mal hier. Hier schleppen wir jetzt Baumaterialien hin. Wie blöde. Die konsumieren das aber gar nicht, sondern lagern das einfach nur da ein. So, und das Lager ist irgendwann mal voll. Und dann wird das hier aufgelagert, eingelagert hier. Dann können wir das Depot hier abbrechen und die lagern dann immer noch mehr ein. Aber gut, solange das Geld bringt, machen wir das eben. So, wir können uns jetzt auch mal anschauen, wie das hier mit der Nahrungsmittelversorgung in Jönköping aussieht. Da haben wir noch kein... da kommt gerade der erste LKW. Und hier in Göteborg sind wir immerhin schon bei 15%. Alles klar. Dann schicken wir da mal noch mehr Fahrzeuge auf die Strecke nach Göteborg. 1, 2, 3, 4. Was war das? Achso, nicht genug Geld zwischendurch. Nach Göteborg die Nahrungsmittel bitte. Per Zug bringt das ja leider nichts. Und guckt mal hier. Nahrungsmittel haben wir da. Ah ja, und jetzt blockieren hier die Fahrzeuge von Malmö den Göteborger Nahrungsmitteltransport. Okay. So, und das hier ist für Jönköping, genau, da müssen wir eigentlich auch noch einen hinten dran hängen. Da müssen eigentlich nochmal locker 10 hinten dran. Da brauchen wir noch viel mehr Nahrungsmittel für Jönköping. Aber da kommt nichts. Also dieses Nahrungsmittellager hier hinten, das wäre ganz schön, um von da aus an die Nahrungsmittel zu verteilen, aber ja, wäre schön. Vielleicht ist es auch gedacht, dass man die Nahrungsmittel hier hinbringt und von da aus dann per LKW weiter transportiert. Ja, kann sein, aber wenn wir das jetzt nicht so nutzen, dann muss es trotzdem möglich sein, dass die Nahrungsmittel verteilt werden. Ich kann ja mal gucken, ob das hinhaut. Dann müsste ich jetzt hier wieder das Gleis umbauen, weil das ja von hier unten kommt und dass, wenn das dann für hier oben vorgesehen ist, ja, das kann man mal machen. Ich will mich da ja dem nicht verwehren. Probieren wir das doch mal aus. Wie das so ist mit einer, machen wir es mal so. Kann ich da eventuell eine Brücke oder einen Tunnel machen? Gucken wir mal eben, dass man hier kollisionsfrei durchfährt. Achso, da haben wir... Ja, auf der Höhe wäre es in Ordnung. Und geht es noch höher? Nein, nicht. Machen wir es eben so. Und dann müsste man... Das wäre jetzt hier eine Kreuzung, da sollen wir nicht. Einmal so rein. Einmal so rein und einmal... Einmal so. Okay. Dann besorgen wir uns gleich noch einen Zug, der das Ganze dann hier hinfährt. Der fährt also immer hier auf das Gleis. Ja. Okay. 928.000 haben wir gerade. Dann holen wir uns den Zug hier oben in dem Depot. Der soll dann... Ah, Moment, da müssen wir noch die Linie einrichten. Von hier, vom Hafen.
bis da. Lebensmittelverteilung, ja, wie ich das nenne, ist jetzt auch egal. Achso, und natürlich muss eingestellt werden, dass die hier vollladen. So, 1 Million haben wir. Wir haben hier hinten haben wir Baumaterial wirklich bis zum Abwinken. Das wird hier hinten auch überhaupt nicht mehr benötigt. Aber immer noch angenommen. Also alles in Ordnung. Man könnte vielleicht auch die Person hier hin und her fahren zwischen Göteborg und Jönköping. Das könnte man auch nochmal machen. Damit erzeugt man aber einen größeren Bedarf an Lebensmitteln. Und das will ich ja dann auch wieder nicht. Wir wollen das ja schon schaffen. So, hier haben wir 3%. Naja, vielleicht gehen wir das dann hin, wenn wir hier die verteilt haben zum Lebensmittelverteilungszentrum, so nenne ich es mal. Ja. So, haben wir denn hier noch irgendwelche, welche Medaillen haben wir denn schon? Wir haben für diese Schatzmission keine Medaille bekommen. Schiff gefunden. Dafür gab es nichts. Wo war denn das Schiff? War das irgendwo hier? Da vorne. Da, wo es unter Wasser dampft. Da war das Schiff. Das ominöse Wrack. Was da wohl versenkt wurde. Das Schiff. So. Also, wenn ihr das dann mal selber nachspielt, dann werdet ihr sicherlich auch die Probleme haben. Ja. Probier jetzt mal aus. Vielleicht, ja, vielleicht habt ihr die Probleme ja doch nicht, aber ich habe die Probleme eben gehabt. Naja, so, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Wir überziehen hier gerade schon wieder ganz gewaltig. Der Stahltransport hier, da haben wir den großen. 72 von 72 an Bord. Der schreibt rote Zahlen. Warum denn das? Ah, jetzt hat er gerade. Ach so, er hat wahrscheinlich so lange gewartet oder was? Gab es einfach so lange keinen Stahl. Ja, guck mal an. Hat hier einmal nur eine Teillieferung gebracht. Und hier haben wir jetzt so viel für Göteborg, das ist doch nicht zu glauben. Jönköping bekommt gar nichts. Ich setze aber jetzt noch zwei Fahrzeuge für Jönköping ein. Und dann müssten wir dieses Depot eigentlich noch aufrüsten. Warum können wir das nicht? Weil das Depot da im Weg ist. Okay, dann machen wir doch mal Folgendes. Ich reiße dieses Depot ab. Und dann vergrößern wir das hier. Damit dürften auch alle Lebensmittel verschwunden sein. So ist es. Dann bauen wir das Depot nochmal daneben. Neu. Und ja, komm. Irgendwo hier hin. Fehlt schon irgendwie. Passende Steigung zu groß. So. Straßenfahrzeuge kaufen. 1, 2, 3. Alles für Göteborg und ab dafür. So. Dann darf man gespannt sein. Stahl ist hier wirklich genug angekommen. Man produziert inzwischen auch 86 Nahrungsmittel. Ja, sehr schön. Für einen Stahl kommen hier zwei Lebensmittel. Ja. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne eine Pause machen, aber. Das muss ich hier erstmal noch richtig anfühlen. Ich will auch erstmal in Ruhe hier. Ist ja das beruhigt. Beenden irgendwie hier. Nee, okay. Also, wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. Ich nehme jetzt mal keine weitere Folge auf. Ich habe jetzt 4 in Reihe aufgenommen. Ja, vielleicht könnt ihr mir ja helfen, das Problem zu beheben. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!